Hallo, ihr Lieben. Manchmal muss ich ein bisschen lauter sprechen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich würde jetzt gerne diese Serie weiterführen. Klare innere Lebensräume, Reichtumsraum. Und ein Reichtumsraum kann unter anderem für Menschen sein, für mich auch, Gedankenfreiheit zu haben. Also es geht um diesen mentalen Bereich. Vielleicht kennt ihr das auch, dass Gedanken kreisen können wie ein Karussell und gar nicht aufhören und wir uns super gerne mit was anderem beschäftigen würden, aber der Gedanke oder die Gedanken kommen immer wieder und immer wieder. Und wie schön ist es doch, wenn das endlich aufhören darf oder wir sogar in der Lage sind, das willentlich abzustellen. Und das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass wir diesen Raum geklärt haben in uns, so dass es einfach klar ist, da ist jetzt dieser Gedanke und der gehört jetzt dahin und jetzt mache ich aber das und den kann ich dann später wiederholen, sofern ich ihn denn brauche. Vielleicht ist er dann auch schon ganz weg. Und das bedeutet für mich unter anderem Reichtum. Vielleicht für euch auch. Ich freue mich, dass ich das machen darf, dass ich jetzt für euch singen und trommeln darf. Ja, das war sehr rhythmisch in meinem Inneren, die Bilder.
Der große Geist, der in allem ist, so sage ich immer dazu. Manche sagen vielleicht Gott oder was auch immer. Jeder sagt was anderes und jede. Für mich ist es so, dass ich immer sage, der große Geist, der in allem ist. Und der hat mir das Bild geschickt, wenn dein Gedankenkarussell losgeht und du die Möglichkeit hast, tanze. Beweg deinen Körper. Mach dir Musik an, die dir gefällt. Schüttel deinen Körper, alles an deinem Körper und tanze einfach. Das ist eine Botschaft, die ich für euch habe, für uns habe, auch für mich. Weil ich kenne das ja auch mit dem Gedankenkarussell. Ich danke euch, dass ich das für euch machen durfte heute. Alles Liebe, Katharina.